Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Titanfall 2. So, wir müssen jetzt dem komischen Schiff da irgendwie folgen. Die haben irgendwie so eine komische Bombe mitgenommen oder sowas. Und das schauen wir jetzt an, ob wir das jetzt schaffen, würde ich sagen. Viel Spaß. Wow, das sieht schon richtig nice aus. Aus wie ein Pandora hier. Feindliches Geschwader in Sicht. Archer entriegelt. Kommen wir ihnen zuvor. Hochjagen! Fox 2, Fox 2. Rakete ist draußen. Treffer 1. Treffer 2. Sauberer Treffer. Bestätige Treffer bei allen Verfolgern. Bäh. Wir nähern uns einem Transporter. Fliegt einfach daran vorbei. Wir müssen die Draconis einholen. Unbekanntes Objekt auf 11 Uhr. Was zur Hölle ist das? Hat irgendein Teil Sichtfeld? Fliegender Feindlerfall. Oh, und Titan. Oh mein Gott. Weiter. What the fuck? Ich hab dich, Kleiner. Reiß dich zusammen. Wer hat mich? Egal. Gern geschehen. Okay. Auf warte mal schnell. So, ich hoffe jetzt ist es besser. Verstanden, 6-4. Sie schaffen das, Cooper. Wie letztes Mal. Nein, bei Würfen zwischen zwei beweglichen Plattformen müssen deutlich mehr Variablen berechnet werden. Viel Glück. Besser, Demo. Test 1, 2, 3. Also laut meiner Ding müsste es passen. Alter. Test 1, 2, 3. Also laut meiner Ding müsste es eigentlich passen. So, die auch down. Ein Granätchen hier. Das ist Goofy. Oh, die ist geil. Was? Nicht gut oder gut? Locker aktivieren! Geh rein, gib mir Deckung! Jetzt bin ich noch wieder, attackiere den Feind! Scheiße, keine Granaten mehr! Mega! Ja, passt es oder passt es nicht, Timo?
Hilfe! Wie aus Battlefield 2 Zeiten hier. Bäm. Raum gesichert. Alles klar. Muss ich jetzt hin? Ah, okay, da hinten hin. Die Plattform. Kann ich die hier aktivieren? Nee. Commander Briggs, hier ist die Braxton. Wir werden zwischen den Geschützen der Malta und diesen fliegenden Zeiten aufgerieben. Wir arbeiten dran. Durchhalten. Cooper ist unterwegs zur primären Geschützbatterie der Malta. Ich weiß nicht, ob das reichen wird. Cooper, Beeilung! Der Sprungantrieb ist getroffen. Alle Mann vor Bord! Alter, hier geht's ab ohne Ende. Wir haben die Braxton verloren. Kurs beibehalten. Solange die Geschütze feuern, geht's nicht weiter. Schalten Sie den Kanonier aus. Wir helfen mit den letzten beiden. Mein Gott, Dank! Ich hab das Ganze verloren! Wir sind einzige! Okay, der backt ein bisschen. Alter, wie sie so schnell hochkommen hier? Ich verstehe das nicht. Ich würde sagen, ich gehe mal runter. Ich brauche unbedingt mal ein paar Mumpeln. Geschützfleisch zerstört. Auf zum letzten. Naja, irgendjemand schießt hier auf mich. Fast 1% lag an mir, wieso an dir? Was ist denn hier? Leckt es oder was? Das waren wohl alle. Ich sehe keine Feinde mehr. Bereit halten, Cooper. 6-4 kommt an. Okay. Bord. Auf der Malta sind noch immer aktive Flugabwehrkanonen. Sie müssen auf der Brücke der. Ja, ich habe jetzt auch keine Frame Drops oder sonst irgendwas. Also es müsste eigentlich flüssig laufen. Aber wie gesagt, ich kenne mich auch noch nicht so aus. Guter Feuerschutz. Wir sind für dich da. Meine Briggs, wir werden Ihre Hilfe brauchen. Verstanden, Bär. Wenn unterwegs. Zur Brücke geht's durch den Hangar da drüben. Irgendwelche Vorschläge? Briggs hier. Was soll ich machen? Tür schließen und Schiff ruhig halten. Er denkt nicht. Nein, nein, Moment mal. Mir nach. Ich liebe diesen Job. Es wird nie langweilig. Na
Beweg deinen Arsch, Davis. Will ich verarschen? Alter Schwede. Okay. Ich liebe diesen Job. Es wird nie langweilig. Warte, ich lade erstmal mit dem Knarre nach. Mach ich denn? Ich liebe diesen Job. Es wird nie langweilig. Beweg deinen Arsch, Davis. Doppel Bravo 6, vereinfachen Verboarding und Ortungskontrolle. Sofort Albert Bruchardi, schicke den Aufzug runter. Nicht da unten! Tote Rot, Penitus, an Bord der Malta. Alle Sicherheitseinheiten auf das Hangardeck. Wiederhole, Tote Rot, alle Sicherheitseinheiten auf das Hangardeck. Leute, entschuldigt, wenn ich nicht so viel spreche, aber ich bin gerade hochkonzentriert. Nein. Geil, die Knifte. Da oben ist die Brücke. Absoluter genau. Hammer. Los, Kuh, nicht schlapp machen. Okay, dann gehen wir nochmal hoch da. Ding ist kugelsicher. Wir versuchen es durchs Glas. Ziel erfassen. Wir sind an der Treppe. Henker auf den Zwischendeck. Hohladungen sind bereit. Hey, Kuh, passen Sie auf, wie die 6-4 das macht. Sind Sie bereit, Pilot? No. Das bin ich. Durchbruch, Durchbruch! Alles klar? Da! So macht man das! 6-4 zu mir. Cooper, zur Konsole des Captains. Deaktivieren Sie die Geschütze. Okay, ich muss da hoch. Cooper, die Konsole ist hier oben. Cooper an die Konsole. Deaktivieren Sie die Geschütze. Commander Briggs, Malta gehört uns. Verstanden, 6-4. Alter, ich flieg das Ding mit dem Messer hier. Was ist hier los? Bringen Sie die Malta mit ihrem Datenmesser hinter die Draconis. Barker, bringen Sie VT zurück zu Cooper. Alles klar, wird erledigt. Alter. Alle Rufzeichen. Erledigt eure Gegner und kommt zur Draconis. Los geht's. Hochziehen, Coop, das ist zu tief. Der Kurs stimmt nicht, Coop. Nach links ziehen. Stell mal so ein Ding mit dem Messer, Mensch. Von der Draconis, nach links. Sie sind zu hoch. Drücken Sie den Stick nach vorn. Mach ich doch schon. Sie kommen vom Kurs ab, Cooper. Halten Sie sich weiter rechts. 6-4, halt die Klappe und überlass ihm das Fahren. Genau, sehr gut. Das ist dein Haken, Cooper. Hab lang genug auf ihn aufgepasst. Was ist hier los? Was? Mach mal die Scheibe kaputt! Steuerübergabe an Pilot bereit. Ja, nee. Na, was ist denn jetzt hier? Was denn? Super, wir geben Ihnen von hinten Deckung. Okay. Das Deck und dann ab zur Draconis. Okay. So, was haben wir denn jetzt hier? Jetzt, warte mal, jetzt muss ich mal schnell gucken. Voodoo 1,
Viper ist in Position. Ihre Reise endet hier, Pilot. Der Himmel gehört mir. Seid ihr sicher? Okay, schauen wir mal, was er drauf hat. Attackiere Gegner. Die Heilung, Mage! Nein! Okay, der ist nicht leicht, Leute. Probieren wir es nochmal. Festgestellt.
Commander Briggs, hier ist BT-7274. Viper wurde abgeschossen. Ja, ist doch noch nicht fertig, oder? Sie an Bord der Draconis und sichern Sie die Lage. Wir bereiten den Transfer vor. Cooper, bereit machen für Wurf. War der schon fertig? Der war doch noch gar nicht fertig, oder? Analysiere Luftwiderstand. Berechnung läuft. Auf Ihr Kapitän! Alter. Okay. Dann weg, den Penner. Was? Wie bitte? Okay, habe ich was Scheiße gebaut. Schon. Was ist los? Warum geht das denn nicht? Funktionsfähig. Das Schiff verliert schnell an Höhe. Es kommt auf uns an, Cooper. Hier oben. Vorsicht, da ist Zeit! Alle Mann in die Rettungskapsel! Nähern uns Ladesicherheitsbehälter. Zu groß zum Tragen. Wir müssen improvisieren. Ich komme nicht an die Lade heran. Cooper, Sie müssen mir helfen. Zeit davon. Hier entlang, Cooper. Geht schon ganz schön ab jetzt. Schaff die Lade hier raus. Negativ. Sitzen in der Falle. Was machst du? Protokoll 3. Ich werde nicht noch einen Piloten verlieren. Achtung, Aufprall. Alter. Was ist da los? Okay, Leute, damit würde ich sagen, war es das schon wieder mit der Folge. Wie es denn hier weitergeht, ob wir das überlebt haben, das schauen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge an. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr über einen Daumen nach oben, Kommentar oder auch Abo freuen, wie ihr lustig seid, Leute. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.